herzlichen Dank für den festlichen Empfang und die musikalische Einbegleitung an das Quartett des Musikvereins Bad Zell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hochgeschätzte Ehrengäste, liebe Freundinnen und Freunde der katholischen Männerbewegung, im Namen der KMB darf ich Sie ganz herzlich zum Diözesantag hier im Schloss Buchberg begrüßen. Alle, die mutig sind, dürfen gerne die vorderen Plätze auch noch besetzen. Es gibt dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr gemeinsamen Charakter, dass wir nicht so nach hinten verstreut sind. Ist aber vielleicht auch ein Zeichen, wenn man in Kirchenbänke im Moment in den letzten Jahren hineingeschaut, in den letzten Monaten hineingeschaut hat, dass die Verteilung, dass das vielleicht auch so ein Signal ist, dass man sich das auch für heute vorgenommen hat. Aber wer mutig ist, bitte gerne noch nach vorne kommen. Es ist hier noch Platz. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier beim Diözesantag zum Thema Kraftquelle Glaube dabei zu sein. Geduld und Durchhaltevermögen sind die beiden Stichwörter für den angebrochenen Vormittag. Mit der Covid-Pandemie haben wir in diesen beiden Kategorien ja bereits Meisterschaft erlangt. Und auch wenn wir noch nicht wissen, wann diese Pandemie hinter uns gelassen haben werden, so kann ich Ihnen doch ganz genau den zeitlichen Orientierungsrahmen dieses heutigen Diözesantags sagen. Er ist im Programmheft, das Sie auf Ihren Sitzen liegen, aufgelegt. Für die Profis unter Ihnen darf ich auf eine kleine Änderung des Ablaufs hinweisen. Dieses Jahr haben wir die Pause an das Ende des Diözesantags verschoben. Es ist angekommen. Ihren langen Atem vorausgesetzt, dürfen Sie auf ein köstliches, kühles Blondes als Aperitif jetzt schon einen Guster machen. Einen Guster möchten wir Ihnen natürlich auch machen mit den Produkten und Angeboten, die wieder so liebevoll von den Damen und Herren von Sei so frei im Foyer vorbereitet worden sind. Auch das Bibelwerk lädt zur Mitnahme biblischer Bücher ein. Und auch wenn die Versuchung groß ist, nutzen Sie bitte die kurze Umbaupause nach dem Vortrag unseres Festredners Professor Dr. Johann Pock nur für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Für alle, die heute nicht kommen konnten, werden wir den Vortrag und die Erklärungen der KMB als Video zum Nachsehen auf der Website zur Verfügung stellen. Ich ermutige Sie, ein freundliches Gesicht zu zeigen. Falls jemand nicht gefilmt werden möchte, bitte direkt mit den Kameramenschen Kontakt aufnehmen, das berücksichtigen wir natürlich sehr gerne. Doch bevor es nun gleich ganz offiziell losgeht, darf ich das Wort noch an den guten Geist des Schlosses Buchberg über weitergeben, an die stellvertretende Direktorin, Diplompädagogin Gabriele Hofer-Stelzhammer. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon sowas, ich muss, glaube ich, mit dem ein bisschen runterfahren, so auf, dass man mich auch sieht. Ich bin nicht so groß wie der Obmann von der katholischen Männerbewegung, wie der liebe Wolfgang. Ich darf Sie im Namen vom Bildungshaus Schloss Buchberg sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. Sie haben ja
sicherlich auch schon gespürt, welche Freude wir haben, dass wir das Haus wieder mit Menschen füllen können. Die Technik hat Einzug gehalten. Es ist sehr vieles, was auch wir hybrid anbieten, dass Menschen hierher kommen und gleichzeitig aber auch die Angebote im Internet angeboten werden und gestreamt werden und auf Homepages und so weiter zu sehen sind. Aber viel wichtiger und unglaublich bereichernd und sehr, sehr wertvoll, das spüren wir jetzt, ist die Begegnung. Und besonders natürlich freuen wir uns, dass Sie hier im Haus sind. Ich darf Ihnen die beste Grüße vom Herrn Direktor Magister Helmut Ausserwöger ausrichten. Er hat heute eine Pfarrgemeinderatsklausur und ich habe gesagt, vergangenes Jahr durfte ich ihn schon vertreten und heuer wieder. Ich mache das wirklich sehr, sehr gern. Bin sehr gern bei der Männerbewegung. Es gefällt mir da. Es ist schön, dass Sie da sind. Ja, Kraftquelle, Glaube, das passt natürlich sehr, sehr gut auch in unser Haus, aber das passt unglaublich gut in unsere Zeit. In diesen unsicheren Tagen, in so viel Umbrüchen, man weiß gar nicht mehr, 1G, 2G, 3G und so weiter, Sie kennen das alles mehr als genug, tut es so gut, dass wir als Christinnen und Christen ein Fundament haben, auf das wir aufbauen können. Und das stärken Sie heute. Und da beglückwünsche ich Sie dazu, dass Sie sich diesen Tag Zeit nehmen und Ihren eigenen Glauben festigen. Aber ich sage es Ihnen, Sie werden auch einen körperlichen Hunger verspüren. Und da darf ich Ihnen sagen, was es bei uns heute geben wird und darf diese Zahlen dann entgegennehmen. Das ist heute eine Gemüsecremesuppe mit Kräutercroutons. Sie wissen, es gibt dann die Salate am Buffet und auch die Nachspeisen am Buffet, das können Sie sich dann holen. Aber bei der Hauptspeise bitte ich sich zu entscheiden, entweder für das Vitalmenü, da gibt es heute Gnocchi mit Salbeibutter, Sherry-Tomaten und Parmesan. Und das Schlossmenü, das heißt heute Pulled Turkey mit Barbecue-Sauce und Wedges, also das ist Truthahn auf amerikanische Art, und mit Grillsoßen halt sozusagen und Kartoffelspalten. Jetzt müsste ich wissen, wer hätte heute gern die Gnocchi zum Mittag, also das Vitalmenü? Müssten wir zählen. 1, 2, 3, überschaubar. Ja? Ah, da? Wer möchte nur Gnocchi? 1, 2, 3? Passt. Wer hätte gern Pulled Turkey mit Barbecue Sauce und Wedges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okay. Ich habe jetzt 26, ich schreibe 30 hin, ungefähr. Sollte sich noch jemand entscheiden, zum Essen zu bleiben, Sie können es in dieser lebensnotwendigen, nur für lebensnotwendige, wichtigen, zu benutzenden Pause noch meiner Kollegin an der Rezeption dann sagen. Es gibt ja heute auch Bier vom Fass, habe ich gesehen, also es geht Ihnen sicherlich sehr, sehr gut. Also alles für Leib und Seele. Ich wünsche dieser Tagung ein gutes Gelingen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute hier bei uns im Haus, aber dann natürlich auch in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag, wo Sie dann wieder sind, wo Ihnen diese Kraftquelle, Glaube, eine Stütze ist und Ihnen gut durch den Alltag hilft. Vielen Dank, danke, dass Sie hier sind und danke, Wolfgang, dass ich hier sprechen durfte. Dankeschön. Ja, danke. Zum Obmann hat es bei mir noch nicht gereicht, aber ich freue mich ganz besonders, dass Diözesanobmann Diplom-Ingenieur Bernhard Steiner nun für uns die Begrüßung übernimmt und den Tag offiziell eröffnet. Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Es ist schön, so viele Männer da zu sehen und es ist noch schöner, auch so viele Frauen auch dabei zu sehen, die, wie wir gerade gehört haben, gerne zur KMB kommen. Ich nehme an, das gilt auch für Sie. Und es ist schön, dass Sie da sind. Ich habe daran gedacht, letztes Jahr haben wir zum Glück auch einen Diözesantag halten können. Danach war leider nicht mehr sehr viel möglich. Heuer erwarten wir und hoffen wir, dass unser Jahr wieder auch mit vielen Männertagen und vielen anderen Veranstaltungen weitergeht. Also wir sind da wirklich guten Mutes und ja. Ja, Sie alle sind
Ehrengäste für uns. Und ich möchte Sie einfach alle ganz noch einmal ganz herzlich begrüßen, aber ein paar Ehrengäste möchte ich doch stellvertretend für alle noch namentlich auch erwähnen. Da freuen wir uns natürlich besonders, dass unser Bischof wieder mal Zeit hat für uns und da ist. Ganz herzlich willkommen, Bischof Manfred, bei uns in der Männerbewegung. Wir sind ja Teil der katholischen Männerbewegung Österreichs und wir haben auch einen Vertreter der Leitung der KMBÖ bei uns. Helmut Dax, der Salzburger Obmann der KMB, ist auch bei uns und vertritt sozusagen die Österreich-Ebene der katholischen Männerbewegung. Und die KMB ist ja Teil der katholischen Aktion. Und so bin ich sehr froh, dass die Präsidentin der katholischen Aktion, Maria Hasipeter, und auch der Generalsekretär, Bernhard Rudinger, bei uns sind. Herzlich willkommen bei uns. Und dann möchte ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, unseren Festredner, der dann später das große Wort ergreifen wird, Professor Johann Bock, bei uns zu begrüßen. Schön, dass Sie Männerbewegungen in Oberösterreich kennenlernen können und freue mich, dass Sie für uns Zeit haben und da sind. Herzlichen Dank. Und wir wollen ja auch immer, dass das, was wir hier machen, nicht nur unter uns bleibt, sondern auch hinausgetragen wird. Und so sind wir froh, dass Dr. Heinz Niederleitner von der Kirchenzeitung da ist und sicher auch das, was wir hier besprechen und was wir hier sagen, dann auch weitertragen wird, dass viele in Oberösterreich und darüber hinaus auch davon profitieren können. Ja, so wünsche ich uns einen schönen Tag und ich bin sicher, also es ist ja schwierig, wenn man zuerst schon so den Appetit mit dem Essen gemacht, was da für tolle Sachen auf uns warten. Aber ich glaube, ein bisschen warten können Sie noch und zuerst freuen wir uns auf geistige Nahrung und dann können wir auch die körperliche Nahrung zu uns nehmen. Diözesanobmann Bernhard Steiner hat es gesagt, alle heiligen Zeiten. Freuen wir uns, dass unser Diözesanbischof Manfred Scheuer beim Diözesantag anwesend ist. Vor 5 Jahren, im ersten Jahr seiner Amtszeit als Bischof von Linz, hat er uns in der Predigt zum Diözesantag Folgendes mitgegeben. Ob wir es wollen oder nicht, als Mann ist man versucht, Rollen gerecht zu werden, die einen bisweilen fordern und überfordern. Nun sind wir im ersten Jahr der Entscheidung der Umsetzung der Strukturreformen und also wieder an einem Scheideweg der Diözese. Fühlen Sie sich bisweilen, Herr Bischof, überfordert mit Ihrer Rolle als Bischof von Linz? Und wie schöpfen Sie Kraft aus dem Glauben? Ich bitte Sie um Ihre Grußworte. Liebe Freunde von der katholischen Männerbewegung, liebe Schwestern und Brüder von der katholischen Aktion, liebe Maria, verehrte Festgäste, lieber Herr Professor Bock. Ich habe mir so gedacht, ja, was sind so Quellen? Ich kenne zum einen die Quellen vom Bergsteigen, also nach einer anstrengenden Tour eine Quelle zu finden, frisches Wasser trinken zu können, das ist eine Kraftquelle, nur zu überbieten vom Bier vom Fass, das es ja heute noch gibt. Zum anderen ist es zum Beispiel durchaus die Erfahrung von Freundschaft oder auch die Theologie gewesen, die für mich Kraftquelle gewesen sind. Ich war 5 Jahre in Freiburg und zum Abschluss dieser Zeit bin ich mit dem Fahrrad von den Quellflüssen der Donau im Schwarzwald nach Wien mit dem Fahrrad gefahren.
Bei der Donau kennt man sowohl den Ursprung als auch das Ziel im Schwarzen Meer. Anders ist es beim Nil. Der ist durchaus, gilt als längster oder zweitlängster Fluss der Welt, immer noch nicht ganz entschieden. Er ist verantwortlich eigentlich für die Entstehung einer der ersten Hochkulturen. Mysteriös blieb lange die Herkunft seines Wassers. Wo sind die Quellen des Nils? Da gab es Expeditionen, da gab es die Theorien, ja, das sind zwei Seen, das ist in Äthiopien. Und noch 2013 hat ein Forschungstrio gemeint, die eigentliche Quelle jetzt entdeckt zu haben und der Fluss sei um einige hundert Kilometer länger. Gut, die Suche nach den Quellen, ist es das Wasser, vielleicht das Bier, die Freundschaft, die Theologie, die Ästhetik? Die Suche nach den Quellen kann manchmal eine verworrene, vielschichtige und auch langwierige Angelegenheit sein. Umgelegt auf die spirituelle Ebene, auf die Suche nach dem eigenen persönlichen Reservoir an lebensspendenden Ressourcen, kann man feststellen, manches ist versteckt, vielleicht sogar im Karst des Alltags versickert, nicht so ohne weiteres mehr aufzuspüren. Manches ist kristallklar, eindeutig zu benennen und auszumachen. Wie steht es um unsere Quellen, die Kraftquellen, die auch Energie schenken? Energie zum Beispiel in Zeiten der Müdigkeit. Müdigkeit ist nach Simone Weil sozusagen jene Schwerkraft, die die Aufmerksamkeit nach unten zieht, das Niveau des Lebens eigentlich ziemlich senkt. Wie steht es um die Quellen, aus denen der Glaube schöpft? Beziehungsweise auch, wenn wir zum Beispiel ausgebrannt sind, wie es so heißt. Kann der Glaube selber eine Quelle sein, die unserem Leben Zuversicht, Liebe und Hoffnung gibt? Das ist euer heuriges Thema. Der Glaube hat in meinen jungen Jahren keine Rolle gespielt. Erst durch die Begegnung mit überzeugten Christen habe ich den Glauben als Kraftquelle für mein Leben entdeckt. Das war 1983 und damals habe ich mir als Lebensziel gesetzt, ein liebender Mensch zu werden. Diese Aussage steht im Y, stammt von Walter Fenninger, Mitarbeiter der Seniorenpastoral in der Diözese St. Pölten. Ein anderer hat über die Erfahrungen in Tessé gesprochen, da hat es mich ordentlich ausgehoben. Habe gebrannt wie ein Lust und erkannt, dass es noch etwas anderes gibt als mein Leben als Gemeindesekretär. Glaube als Kraftquelle. Das wird in den meisten Menschen über andere erschlossen. Eltern, Freundinnen, Freunde, Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pädagoginnen, Menschen, die durch ihr Leben aus dem Glauben heraus beeindrucken. Sie sind so etwas wie Lotsen, die uns auf die Fährte bringen können oder die die Frage, die Sehnsucht nach Gott entfachen können. Und solche Gestalten finden wir auch in der Bibel. Frauen und Männer, die uns Erfahrungen mit Gott vermitteln, so fremd uns vielleicht die Lebensumstände der biblischen Geschichten mitunter auch sind, so nahe kann uns das Menschliche, allzu menschliche Ringen, das Staunen, das Begreifen, das Hadern, das Klagen, das Lieben und Hoffen mit Gott andererseits sein. Ich danke euch, dass ihr euch einlasst auf die Suche nach der Kraftquelle Glaube in eurem Leben. Ich danke euch für euer Zeugnis als Christen, für euren Lotsendienst in Sachen Glauben, den ihr übernehmt für eure Kinder, vermutlich auch Enkelkinder, für Menschen, die euch begegnen, mit denen ihr tagtäglich oder vielleicht auch nur sporadisch zu tun habt.
für Menschen, denen ihr ein Vorbild seid. Und ich danke euch, dass ihr euch auch einlasst auf die Quellen, die heißen Freundschaft, Gemeinschaft oder gute Nahrung oder Darogieren oder ein Maßbier. Ich wünsche euch für diesen Tag Segen und Freude. Die Präsidentin der katholischen Aktion ist Stimme und Gesicht der katholischen Laienbewegung in Oberösterreich. Eine durchaus selbstbewusste Stimme, die auch in der Vernetzung über die Diözesangrenzen hinweg und politischen Parteien hinweg nicht nur in Oberösterreich Wirksamkeit erzeugt. Danke, Maria Hasi-Beda, dass du diese Aufgabe angenommen und dir zu eigen gemacht hast. Wie schöpfst du Kraft aus dem Glauben und ist dieser anders gestrickt als bei uns Männern? Das ist eine überraschende Frage jetzt für mich. Danke, dass ich hier ein paar Grußworte sprechen kann. Ich begrüße ganz herzlich unseren Diözesanbischof Manfred, lieber Manfred, lieber Obmann Bernhard Steiner und das neu gewählte Team von der Männerbewegung heuer und liebe Ehrengäste, Männer und Frauen, liebe Männer der katholischen Männerbewegung. Ich möchte anfangen mit einem gehörten Online-Vortrag von Philosophen Richard David Brecht. Er spricht von einem Epochenumbruch und der Verantwortung. Früher hat man nicht gewusst, hat man geglaubt, die Kirche war die Autorität. Heute wissen wir wissen und wir brauchen also den Unfug, der uns erzählt worden ist von der Entstehung der Welt in 7 Tagen, dass Gott die Welt erschaffen hat, nicht mehr zu glauben. Er spricht sozusagen von Fake News. Er meint sogar, wir müssen heute lernen zu glauben an die Fakten der Wissenschaft. Der Naturwissenschaft. Ein bisschen Recht hat er, wenn er daran denkt, an die Glaubensmüdigkeit zum Beispiel beim Impfen oder beim ganzen Klimawandel. Aber er spricht sich dezidiert aus, eigentlich hat ein anderer Glaube keine Berechtigung mehr. Die Kirche wäre dazu da, Ethik und Moral zu präsentieren. Wie brüchig das ist, wissen wir auch. Also irritierend war eigentlich für mich diese Gleichsetzung von religiösem Glauben und Vertrauen und den Glauben an deine Wissenschaft, an die Fakten. Und dass er dann auch noch sagt, also der Glaube ist, oder wir glauben eigentlich, dass Glaube, religiöser Glaube, mehr ist als für Wahrhalten von Fakten oder Daten. Religiöser Glaube ist zu reflektieren. Das ist für Christen ganz was Wesentliches. Ja, es ist eigentlich ein Lebensprogramm von mir, dass ich immer wieder zu meinen Quellen gehe, auch wenn ich sie wieder verliere, aber immer wieder auf Suchspannung, das finde ich vor allem in der Stille. Ein paar Tage ohne
mich zu abzulenken, die Natur zu bewundern, das zu spüren, was eigentlich uns geschenkt ist. Das ist für mich eine ganz, ganz große Kraftquelle. Also zu reflektieren ist die eine Sache, das mit dem Kopf erwachsen werden im Glauben. Das war auch für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich mich damit beschäftigt habe. Was kann denn das heute bedeuten? Was kann denn der Glaube für mich in dieser Welt bedeuten? Und das andere ist, zu spüren, wo sehe ich die Spuren, die von einem Großen zeigen oder auf etwas Großes hindeuten. Ja, die KMB sieht dieses Spannungsfeld und thematisiert das auch in diesem Tag heute und fragt, was ist die Kraftquelle Glaube? Was kann es bedeuten für ein heilsames Gut, was kann er bedeuten für ein heilsames, gutes Leben für alle Menschen? Erst zu pflegen und immer wieder neu zu entdecken. Ja, und irgendwie wünsche ich immer wieder, dass aus diesem Glauben heraus dann die Kraft entsteht, die Welt zu gestalten, hineinzuwirken, überall hin, dort, wo wir leben. Ob das in der Familie ist, in meinem beruflichen Umfeld und auch dort hineinzuwirken, wo es Gegenwind gibt, ja, wo man sich miteinander verständigt, was eigentlich für uns Glaube ist und wo wir uns engagieren, wo sind die roten Linien und auch dort dran zu bleiben, durchzuhalten. Wo gibt es auch Gegenwind? Das gibt es in der Kirche und das gibt es in der Gesellschaft. Ja, die KA mischt mit. In diesem Sinne ist es immer wieder eine Herausforderung zu schauen, was gibt mir die Kraft dazu oder wo möchte ich mich darstellen, ja? Oder weise ich auf etwas Tieferes hin. Wir eines können wir sagen, wir sind nicht allein. Es gibt Vorangeher, es gibt Zeugen, es gibt auch glaubwürdige Vorbilder und wir haben auch einen Mitgeher. Und in diesem Sinne ist es gut, auch da zu sein und einmal darüber in sich zu gehen und auch die persönliche Spur zu finden. Ich wünsche der Männerbewegung heute alles Gute, einen guten Tag und alles Gute auch in Zukunft in der Männerarbeit. Ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Die Veränderung der Männerrolle ist ganz wesentlich, ob überhaupt ein Miteinander mit Männern und Frauen gelingen kann. Und das geht ihr an und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Alles Gute. Die Erklärungen der katholischen Männerbewegung sind beinahe seit Adam und Eva fixer Bestandteil des Diözesantags. Angesichts der bestehenden Herausforderungen in Gesellschaft, Politik und Kirche zeigen sie Wegmarken auf die die Männerbewegung in der nächsten Zeit ein besonderes Augenmerk richten wird. Diözesanobmann Bernhard Steiner mit den Erklärungen der KMB. In wenigen Tagen
Am 9. Oktober beginnt der weltweite synodale Weg, den Papst Franziskus für die nächsten Jahre ausgerufen hat. Gemeinsam gehen ist der Leitgedanke für diesen Weg, um Gemeinschaft zu leben, die Teilhabe aller umzusetzen und sich der Sendung zu öffnen, wie es im Vorbereitungsdokument heißt. Als katholische Männerbewegung ist uns dieses gemeinsame Gehen immer schon ein wichtiges Anliegen, um Kirche und Gesellschaft mitzugestalten. Wir sind als ehrenamtliche Männer bereit, Verantwortung für die zukünftige Gestaltung der Kirche zu übernehmen, damit sie dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft menschlicher und solidarischer wird. Von der Kirchenleitung erwarten wir uns Ermutigung und Unterstützung auf diesem Weg und die vertrauensvolle Bereitschaft, ehrenamtliches Engagement durch Verantwortungsübergabe anzuerkennen. Die Corona-Pandemie hat Risse in der Gesellschaft zutage treten lassen. Spaltungen und Polarisierungen werden immer deutlicher spürbar. In der katholischen Männerbewegung ist eine große Bandbreite von Meinungen vertreten. Auf dem Boden des Unterwegsseins in und mit der Kirche ist das Diskutieren über unterschiedliche Standpunkte möglich. Wir muten uns einander zu und fordern uns heraus, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Wir sind bereit, uns auf das Denkgebäude des Gegenübers einzulassen, um die Welt mit anderen Augen zu sehen. Toleranz in der katholischen Männerbewegung bedeutet nicht, jede Aussage anderer Männer in den Gesprächsrunden gut zu finden, aber es zu ertragen, dass wir nicht bei jedem Thema der gleichen Meinung sind. Wir brauchen Orte, in denen eine gute Gesprächs- und Diskussionskultur möglich ist. Deshalb laden wir herzlich ein, unsere KMB-Stammtischrunden in Gasthäusern wieder durchzuführen. Heraus aus den geschützten Räumen der Kirche, dorthin, wo sich Menschen versammeln, die von den Mauern der Kirche vielleicht auch abgeschreckt werden. Damit das gemeinsame Gehen des synodalen Weges auch zu einem Vorbild eines neuen Miteinanders in der Gesellschaft werden kann, das Spaltungen und Gräben überwindet, muss auch in der katholischen Kirche der Respekt vor allen Menschen gelebt werden. Vor allem die Anerkennung der gleichen Würde von Frauen und Männern wird erst dann glaubwürdig, wenn Frauen der Zugang zu allen Ämtern in der Kirche offen steht. Wir sehen, dass in den letzten Monaten Sorgen und Ängste der Menschen in unserem Land zunehmen. Angst vor Klimakatastrophen, Angst vor Corona, Angst vor Impfung, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor unkontrollierbaren Fluchtbewegungen, kurz Angst vor einer ungewissen Zukunft. Das Jahresthema der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich lautet Kraftquelle Glaube. Da stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, gibt uns unser Glaube die Kraft, mit diesen Ängsten gut umzugehen? Mit dem diesjährigen biblischen Jahresbegleiter Jakob haben wir eine Figur der Bibel gewählt, die uns diese Angst gut spiegelt. Jakob hat große Angst vor seinem Bruder Esau und diese Angst ist berechtigt. Hat er doch seinen Bruder mehrmals betrogen. Und dennoch erfährt er die unbedingte Treue und den Schutz Gottes. Immer wieder zweifelt er an dieser Zusage, wie auch wir oft daran zweifeln, dass Gott bedingungslos zu uns steht und für uns sein Leben in Fülle will. Paul Michael Zulehner hat uns schon vor einigen Jahren in Lambach in Stammbuch geschrieben, kraftvolle Männer sind die, die gemeinsam mit Vertrauen in der Angst bestehen. Im gemeinsamen Gehen in der katholischen Männerbewegung mit der Kirche auf dem diözesanen Zukunftsweg können wir unsere Ängste miteinander teilen und werden offen für den Blick auf die, die unsere Unterstützung brauchen. Unzählige Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Umweltkatastrophen und Hunger.
Das unermessliche Leid dieser Kinder, Frauen und Männer kann uns nicht gleichgültig sein. Der Preis für ein Wegschauen ist hoch. Der Grundwasserspiegel an Mitmenschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität in unserer Gesellschaft sinkt bedrohlich. Wir spüren die Härte und Kälte im täglichen Miteinander und in den politischen Auseinandersetzungen. Aber wie bei der Brotvermehrung in der Bibel hilft ein realistischer Blick auf das, was wir haben und zu tun bereit sind. Die Zuversicht auf den Beistand Gottes hilft uns, mit unseren Möglichkeiten zu beginnen. Auf Initiative des Pastoralrates der Diözese Linz und der Katholischen Aktion Oberösterreichs zur Aufnahme von Geflüchteten haben sich mehr als 150 Pfarrer in Oberösterreich gemeldet, die diese Initiative unterstützen. So sind in Oberösterreich 71 sichere Plätze für asylberechtigte Familien vorhanden. 5 Brote und 2 Fische. Wir erwarten uns von der Politik eine Unterstützung für diese kirchliche Initiative, damit alle, deren Not wir mit unseren Mitteln lindern können, satt werden. Der regelmäßige Kontakt mit unseren Projektpartnerinnen und Projektpartnern unserer entwicklungspolitischen Organisation Sei so frei macht uns deutlich, wie dringend die tagtägliche Unterstützung, Begleitung und finanzielle Förderung der Sei so frei Projekte ist. So ermöglichen wir den betroffenen Familien ein gutes Leben dort, wo sie geboren sind, damit sie nicht aus ihrer Heimat flüchten müssen, um zu überleben. Eine besondere Aktion, um Sei so frei zu unterstützen, ist in diesem Jahr die Kartenspielaktion Herz hat denn jeder. In gemütlicher Runde Kartenspielen und gleichzeitig Geld für Sei so frei sammeln, verbindet das Angenehme mit dem Hilfreichen. Sei so frei ist Gesellschafter der EZA. Der faire Handel ist eines der ganz wenigen effizienten und erfolgreichen Mittel im Kampf gegen die Verletzung der Menschenrechte, gegen Kinderarbeit und Sklaverei. Wir befinden uns am Ende der Schöpfungszeit, die in den christlichen Kirchen vom 1. September bis zum Gedenktag des heiligen Franziskus, dem 4. Oktober, reicht. Wir sind Teil der Schöpfung, die uns von Gott anvertraut ist, damit wir sie bewahren und behüten und lebenswert an unsere Kinder und Enkel weitergeben. Diese Verantwortung gilt für jede und jeden Einzelnen von uns und bedeutet, einen Lebensstil einzuüben, in dem wir achtsam miteinander und mit der Schöpfung umgehen, ohne zu fragen, ob nicht andere mehr tun könnten. Gleichzeitig fordern wir von der Politik, klare gesetzliche Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften festzulegen. Wir ermuntern die politisch Verantwortlichen, mutig die nötigen Schritte zu setzen, um die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele zu erreichen. Dazu ermuntert uns auch Papst Franziskus am Schluss des Vorbereitungsdokumentes zum weltweiten synodalen Weg. Zitat: Zweck dieser Synode ist es, Träume aufkeimen zu lassen, Prophetien und Visionen zu wecken, Hoffnungen erblühen zu lassen, Vertrauen zu wecken, Wunden zu verbinden, Beziehungen zu knüpfen, eine Morgenröte der Hoffnung aufleben zu lassen, voneinander zu lernen und eine positive Vorstellungswelt zu schaffen, die den Verstand erleuchtet, das Herz erwärmt und neue Kraft zum Anpacken gibt. In diesem Sinne wollen wir als katholische Männerbewegung diesen visionären Weg der Kirche mittragen und mitgestalten. Danke. Thank you.
Die katholische Männerbewegung hat im Jahr 2014 damit begonnen, einen biblischen Begleiter für das jeweilige Arbeitsjahr in den KMB-Pfarrgruppen vorzuschlagen. Eine biblische Figur, die die Männer in den Pfarrgruppen begleiten, herausfordern und zum Nachdenken anregen soll. Damals war nicht klar, ob dieser biblische Zugang von KMB-Gruppen als wertvoll aufgegriffen werden würde. Doch schon bald kam verstärkte Nachfrage nach Auseinandersetzung mit diesen spannenden Männern und der Frage, wie deren Lebensbiografien uns heute Antworten auf unsere Lebensfragen geben könnten. Und beim heutigen Diözesantag steht somit die Frage nach biblischen Gestalten als Quellen heutiger Spiritualität für Männer im Mittelpunkt. Universitätsprofessor Dr. Johann Pock wird uns dazu seine Erfahrungen mitteilen. Professor Pock ist seit 2018 Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Er wurde 1993 in der Diözese Graz-Seckau zum Priester geweiht und hat 15 Jahre in unterschiedlichen diözesanen Seelsorgebereichen gearbeitet. 2007 wurde er Professor für Pastoraltheologie in Bonn. Seit 2010 ist er der Pastoraltheologe der Universität Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Sakramentenpastoral, Gemeindepastoral und der Predigtforschung. Die jüngsten Publikationen behandeln die Kirche der Armen und die politische Predigt. Er ist Gründungs- und Redaktionsmitglied des katholischen Blogs feinschwarz.net. In seinem heutigen Vortrag wird es jedenfalls biblisch praktisch. Lieber Professor Pock, ich bin mit der versammelten Teilnehmerschar des Diözesantags schon sehr gespannt auf Ihre Ausführungen zu biblischen Gestalten als Quellen heutiger Spiritualität für Männer. Und ich darf Sie vorher nur verkabeln. Das passt das? Ja. Fühle mich wie im Parlament.
Ja, hochwürdigster Herr Diözesanbischof, werte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem liebe Männer der katholischen Männerbewegung. Ich muss gestehen, dass es mir gar nicht leicht gefallen ist, mich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Warum? Weil ich es gewohnt worden bin, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch durch die Mitarbeiterinnen, gerade im universitären Kontext, immer zu schauen, ja, gendergerecht zu sein, ja, Frauen und Männer. Also, dass man wirklich Männerbewegung vor sich hat und dass man sagt, jetzt gehe ich auf Männerspiritualität ein, das ist eigentlich etwas, was nicht so üblich und normal ist, sondern man muss immer schauen, ja, wie schaut das gendergerecht genau aus, auch auf die Perspektive der Frauen immer wieder dabei zu achten. Keine Angst, ich glaube, dass das, was ich hier über die Männer sage, für beide Geschlechter gelten wird. Und ich verweise auch auf ein Buch dazu, ich gehe nachher später darauf ein, eine schwedische Autorin, die genau die Gestalten, auf die ich auch eingehen werde, aus Frauenperspektive anschaut. Sehr, sehr spannend. Also praktisch biblische Gestalten, vor allem Männergestalten, aus Frauensicht. Ilva Eckenhorn heißt die Dame. Der Blick auf biblische Hintergründe für heutiges christliches Handeln. Vielleicht kann man das ausschalten. Geht nicht. Okay. Aber es ist jetzt, ist Hall? Geht. Passt. Es ist auch gut, wenn es ein bisschen lauter ist, dann ist die Gefahr einzuschlafen im Blick auf das, was da noch kommen wird mit dem Bier und so, dann weniger groß. Einige kurze biografische, persönliche Vorbemerkungen. Meine persönliche, wir haben ja geredet von Kraftquellen des Glaubens oder Glaube als Kraftquelle. Meine persönliche Frömmigkeit, auch Berufung, ist gewachsen an Vorbildern. Heute würde man sagen Role Models. Primär meine Familie und hier speziell auch mein Vater mit einer selbstverständlichen, geerdeten Frömmigkeit als Nebenerwerbslandwirt, als Schulwart und als solcher langjähriges Pfarrgemeinderats, auch KMB-Mitglied und deren stellvertretender Vorsitzender, also beim Pfarrgemeinderat, leider viel zu früh mit 57 dann verstorben. Von ihm habe ich gelernt, nicht den harten Mann zu markieren, sondern er war einer, der mit beiden Beinen im Leben gestanden ist und den Glauben ganz normal geerdet gelebt hat. Also auch die Glaubensvollzüge mit Kirchgang und mit Prozessionen und mit Andachten etc. Und dem einfachen Gebet daheim. Zugleich habe ich bei meiner Großmutter, auch das so ein bisschen klassische Biografie, die Bedeutung der Großeltern für die religiöse Sozialisation von Kindern, von ihr habe ich gelernt, wie sehr ihr Heilige und nicht zuletzt die Verehrung der Gottesmutter wichtig geworden sind und ihr Halt gegeben haben, durch zwei Weltkriege und den Wiederaufbau auch durchzukommen. Faszination für Gebet und für Heiligenbiografien aus dieser Ecke. Die Bibel war da gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern wirklich so das geerdete Zugehen auf den Alltag. Zu Beginn des Studiums habe ich dann die Bibel verschlungen. Da war mein großer Lehrer Johannes Marböck, in Linz sehr gut bekannt. Seinen Assistenten Huppmann, der heute hier da ist, habe ich gerade in Graz nicht mehr kennengelernt, denn da hat 1983 dann Irmtraut Fischer angefangen. Und Irmtraut Fischer ist vermutlich auch bekannt, die hat sich auch mit vielen dieser Gestalten, von denen ich heute reden werde, beschäftigt, eben ganz spezifisch aus der Frauenperspektive heraus. Ich habe, glaube ich, 14 Seminare bei Marböck besucht, so im Laufe der Jahre, und habe bei ihm auch promoviert. Das heißt, das war wirklich so mein, oder ist auch mein theologischer Hintergrund, auch für die Pastoraltheologie, auf die Bibel zu schauen und diese ganzen Erzählungen zu lesen, nicht aus Faszination für damals oder aus archäologischem Interesse, sondern weil ich glaube, dass man von diesen Personen und von den Ereignissen immer wieder Neues entdecken kann und für das eigene Leben auch daraus etwas finden kann. Es wird ja gesagt, Predigtforschung gehört zu meinem Bereich. Für mich ist auch der Predigtdienst ganz wesentlich gespeist, einfach auch mit der persönlichen Beschäftigung mit der Bibel. Immer wieder mal hineinzuschauen, hineinzulesen. Ich war 2 Jahre in Rom fürs Bibelstudium und da war einer der Grundsätze, studiert nicht die Bibliothek, sondern studiert die Bibel.
Ja, also wir sind auf der Uni sehr schnell, alle möglichen Bücher zu lesen, aber das Buch der Bücher schafft es dann oft gar nicht mehr so auf den eigenen Schreibtisch. Das Nachspüren des Wachsens eines Glaubens an einen Gott, der nicht ferne bleibt, sondern der sich einlässt auf die Biografie der Menschen. Das ist die Bibel ist durchzogen davon, wie Menschen diesen Gott entdeckt haben. Wenn wir von Kraftquellen, von Glaube als Kraftquelle reden, so ist die Bibel aufgeschrieben als Zeugnis dieses Suchens nach diesem Glauben. Keine Dogmatik, die da, oder keine systematische Theologie, die hier festgehalten ist, sondern das Suchen von Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende, ihre Erfahrungen, wie haben sie Gott entdeckt, wie haben sie ihn erfahren, als den Fernen, als den Nahen, als den Krieger, als den Unverständlichen, als den Weisen, als Vater und Mutter und so weiter. Jeder mit seinen ganz unterschiedlichen Zugängen aus den eigenen Lebenserfahrungen heraus. Was ich Ihnen heute eben anbieten kann in dieser Stunde, sind Zugänge zu einigen dieser Gestalten. Die Zeit reicht einfach nicht. Es gäbe so viele Personen, die man hier herausheben könnte. Ich habe mich jetzt einmal so an den ersten Teil, die ersten Bücher der Bibel gehalten und werde etwas sagen zu Abraham, dann zu Jakob, nachdem er ja ihr Jahresbegleiter ist, und zu Josef. Und in einem letzten Teil, ich habe dann überlegt, einen der Propheten herauszugreifen. Ich werde aber grundsätzlich über die Bedeutung einfach der Propheten und unseres persönlichen Propheten und Prophetinnenseins dann reden. Also ich gehe auf diese drei beziehungsweise vier Aspekte jetzt ein. Warum Abraham? Abraham ist mir persönlich vom Studium her, aber auch von der Beschäftigung mit der Bibel eben sehr ans Herz gewachsen, und der Segen für ihn gleich am Beginn in Genesis 12, der wurde auch zu meinem Primizspruch: Ein Segen sollst du sein. Warum? Darin drückt sich eine Theologie der Gnade aus. Und das ist für mich ja auch theologisch ein sehr wichtiger Aspekt. Mein geschätzter Lehrer Ottmar Fuchs, Bamberg und am Schluss dann Tübingen, hat dazu viele kluge Bücher geschrieben, warum die Gnade so wichtig ist für uns. Sakramente sind Gnadengaben. Gratis, aber nicht umsonst, so nennt er es. Kurz gefasst bedeutet es, der Segen Gottes ergeht hier an dieser Stelle in Genesis 12, bevor Abraham irgendeine Leistung vorweisen kann. Gott sagt, du wirst ein Segen sein. Und davor ist nichts erzählt, was Abraham dafür alles getan hätte, ob er klug oder fromm oder was auch immer war, sondern Gott segnet ihn auf Zukunft hin. Der Segen ist hier nicht Belohnung, sondern gewissermaßen so der Treibstoff, der Antrieb für das künftige Leben Abrahams. Oder auch eine Richtmarke, eine Vorgabe, an die er sich halten konnte. Interessant ist für mich, dass nicht nur bei Abraham, sondern auch bei den weiteren Gestalten, bei Jakob, bei Josef und bei vielen anderen, dieses Leben mit Gott, mit dem Glauben, mit dem Segen, verbunden ist mit Unterwegssein, Migrationsgeschichten. Nicht unbedingt alle Vertriebene, hier ist es der Auftrag, lass alles zurück, mach dich auf den Weg, beginne etwas Neues. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Das heißt, er muss all das aufgeben, was ansonsten so zu den Errungenschaften des Mannes zählen. Haus bauen, Familie gründen, Land haben, Bäume gepflanzt haben, ja, aber das steht hier nicht extra, aber das verbinde ich hier mit dem Land. Und Gott sagt, ist schön, das hast du, lass es zurück, mach dich auf zu etwas Neuem. Die Bibel erzählt, er ist da 75 Jahre alt. Wobei die ganzen Zahlenangaben sind zum Teil auch symbolisch zu verstehen, wie alt Abraham da wirklich war. Es ist egal, er war jedenfalls nicht mehr der junge Knabe, der etwas aufbaut, sondern er hatte eigentlich sein Lebenswerk geschafft und Gott sagt, mach dich auf, beginn was Neues. Sie sehen hier auch die Differenz vielleicht zu den Jüngerberufungen, die wir im Neuen Testament so ein wenig im Kopf haben. Macht euch auf, nehmt nichts mit, keine Vorratstasche, nichts, geht praktisch allein.
Hier ist es so, er nimmt seine Frau Sarah mit, seinen Neffen Lot und auch Habe, die er erworben hat. Also Gott sagt nicht, lass alles zurück, sondern mach dich auf zu neuen Ufern, aber er nimmt einen Teil seines alten Lebens mit. Meine Lernerfahrung für heute, für heutige Spiritualität: Es braucht immer wieder ein gutes Hinhören auf das, was Gott in der Phase, wo ich bin, in der Zeit, wo ich bin, was Gott will. Und es mag vielleicht nicht immer deckungsgleich sein mit dem, was meine Wünsche sind. Gerade bei den biblischen Gestalten sieht man das so häufig und bei den Propheten. Das, was ihre Lebensplanung ist und das, was Gott mit ihnen vorhat, das deckt sich nicht immer. Es wird sicher viele gegeben haben, die Gott das Ohr verweigert haben und nicht seinen Weg gefolgt sind. Die Bibel erzählt aber eben von diesen Biografien, wo Menschen sagen, das ist Stimme Gottes und ich ändere mein Leben. Also dieses Ändern ist auch eine der Konstanten bei vielen dieser Gestalten der Bibel. Etwas zu verändern, Neues anzufangen. Und wir dürfen, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein haben, wenn wir auf diesen Gott hören. Denn so wie Abraham sind wir alle berufen zum Segnen und ein Segen zu sein. Und das heißt auch da noch einmal, auch die Erleichterung, die er mitgibt, Gelingen und Scheitern liegen damit auch in der Hand Gottes. Wenn ich auf Gott höre, wenn ich mich auf seinen Weg einlasse, dann ist es auch er, der manches gelingen oder auch misslingen lässt. Abraham wird für mich damit zu einem Gegenmodell zu dem, was heute, ich merke es an der Uni extrem stark inzwischen, was heute als das Paradigma gilt, Leistung. Wir sind auf der Universität inzwischen in einem Steigerungsparadigma drinnen. Es muss jedes Jahr mehr werden, mehr Publikationen, mehr Geld, mehr Drittmittel und so weiter. Also es wird alles über Ziel-Leistungsvereinbarungen ausgemacht. Das Normale zählt nicht mehr, sondern es geht über Leistung. Und das hier ist ein Modell, wo jemand aussteigt aus dem immer mehr, immer größer Leistung. Weil Gott sagt, brich auf zu etwas Neuem. Der Lerneffekt ist hier auch für mich, manchmal gewinnt man mehr, wenn man loslassen kann. Dieses Motiv des nicht immer auf Leistung zu schauen, sondern loslassen zu können, ist auch etwas, was sich durch diese Gestalten der Bibel durchzieht, von Abraham angefangen, bis hin zum Magnificat Marias. Die Mächtigen stürzt er vom Thron, die Niedrigen werden erhöht. Oder das Wort Jesu, die Letzten werden die Ersten sein. Immer wieder dieses Leistungsdenken durchbrochen. Von Abraham gibt es ja einige Erzählungen, ich greife ein paar Aspekte noch heraus, nach diesem Start, wo er eigentlich gar nichts tut, außer hinhören und losgehen. Im 15. Kapitel der Genesis wird vom Bund Gottes mit Abraham erzählt. Gott verspricht dem Abraham hier Lohn für seine Treue. Also die Leistung ist in dem Fall schon gegeben, nämlich dass er auf Gott hört, dass er ihm treu ist. Doch Abraham sagt, was willst du mir für einen Lohn geben? Geld? Land, was auch immer, Frau, ich habe das und Nachkommen kannst du mir keine mehr geben. Wir sind zu alt. Auch da wird ein Moment deutlich, der sich durch die Bibel zieht, die Bedeutung von Nachkommenschaft für die Familien, gerade auch für die Männer. Im Orient und in unseren Schwesternreligionen, Judentum und Islam, hat sich das noch viel stärker bis heute auch durchgehalten, diese Bedeutung der Nachkommenschaft und noch einmal der Erstgeborene. Immer wieder das Motiv, Nachkommenschaft und das sehnliche Erwarten dieses Erstgeborenen. Wir haben es ja in unserem christlichen Glauben drinnen, dieses Motiv von Jesaja 7 mit der Ankündigung dieses Sohnes und dann zu Weihnachten, wo wir das feiern, in diesem Jesus ist dieser erwartete Nachkomme da. Aber immer wieder heißt es dann, die erwarteten Nachkommen sind nicht Ergebnis unserer Leistung. Wir können das nicht machen, sondern auch das ist Geschenk. Jungfrauengeburt, Unfruchtbare, die Kinder gebären, zu Alte wie hier Abraham und Sarah, denen Kind geschenkt wird. Bei Elisabeth wissen wir es mit Johannes dem Täufer als dann dem Sohn. Also immer wieder das Motiv,
Nachkommenschaft ist Geschenk. Viele kennen das ja eh auch aus den eigenen Biografien, wie sehr das auch Gnade, Geschenk Gottes ist, wenn es gelingt oder wenn es Nachkommen gibt. Nachkommenschaft wird hier gleichgesetzt mit Segen Gottes und auch mit der Zukunft. Und hier kommt diese wunderbare Szene dann, die immer wieder auch bildlich dargestellt wird. Gott sagt dann, als Abraham sagt, was kannst du mir geben? Gehen wir raus, schauen wir uns den Himmel an, zähl die Sterne. So zahlreich wie diese Sterne wird deine Nachkommenschaft sein. In vielen Bildern wunderbar dargestellt. Da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham verhandelt hier nicht mit Gott oder widerspricht, sondern es heißt einfach, wenn Gott das sagt, Abraham glaubt. Unmögliches erwarten und auf Gott zu vertrauen, auch das vielleicht Kraftquelle Glauben. Nicht nur auf das Machbare zu schauen, sondern auf ja, Dinge, die, wo man sagt, visionär, das kann ja nicht gehen. Ja, aber warum nicht? Ja, gesellschaftlich, im Blick auf die Schöpfung, auf anderes. Einfach zu versuchen, Dinge, die im Moment vielleicht nicht machbar scheinen. Das sind bis jetzt sehr schöne Seiten von Abraham. Wie bei allen biblischen Gestalten kann man keine der Gestalten eins zu eins als Vorbild nehmen. Und auch das finde ich sehr schön, diese Brüche immer wieder, auch in diesen Personen, dass sie nicht nur die Guten sind und nicht nur immer Gott folgen. Wenn Sie da verschiedene dieser Biografien anschauen, bei Mose und bei allen möglichen, immer wieder, da gibt es Momente, wo sie nicht so handeln, wie Gott es erwartet, bis hin zu Petrus als eine dieser neutestamentlichen Gestalten, wo wir es ja wissen, wo Petrus lange braucht, bis er wirklich darauf vertraut, was Jesus tut, wo er immer wieder auch Gegenrede hat. Und hier bei Abraham finden wir auch so etwas. Ein Aspekt ist etwas, was zusammenhängt mit der damaligen gesellschaftlichen Situation. Er hat nicht nur seine Frau Sarah, mit der er kein Kind hat, sondern Sarah sagt, geh zur Sklavin Hagar, macht ihr ein Kind, wenn da Gott eine Nachkommenschaft schenkt, dann ist das unser Kind. Eine Möglichkeit damals. Das heißt, plötzlich ist da doch eine Kindesmöglichkeit, die es heute so nicht gibt, aber verbunden dann, als dieser Sohn Ismael geboren wird, mit Eifersucht, mit Familiendrama, mit der Verstoßung der Hagar. Also da sieht man auch die ganzen Schwierigkeiten von Beziehungen, die damals auch schon gegeben waren. Nichts Menschliches ist der Bibel und auch diesem Abraham fremd. Zwei Szenen möchte ich noch herausgreifen beim Abraham, die für mich auch so zu Kraftquellen des Glaubens gehören. Das ist die wunderbare Szene, nachdem bei den Eichen von Mamre die drei Engel, Männer, Gott, manchmal wird es als Trinität dargestellt, bei ihm waren, gehen sie wieder weg und da sagen sie ihm, Sodom wird zerstört werden. Dort leben auch Verwandte von ihm, Lot, und was macht der Abraham? Er setzt sich für Sodom ein, für den Sündenpfuhl, für die Stadt, die so viel Schlechtes hat. Und er rechtet mit Gott für die Menschen, die ein Großteil ja, nicht auf seiner Seite sind. Und er sagt, ja, und wenn 50 Gerechte sind, warum willst du sie dann vernichten? Nein, dann mache ich es nicht. Ja, aber wenn es 45 sind, wegen der 5 weniger, kannst du sie nicht verschonen. Und er handelt und handelt, bis nur mehr 10. Bei 10 bleiben sie stehen. Also wenn 10 Gerechte da sind, dann wird Gott Sodom verschonen. Einer, der mit Gott rechtet, der es nicht hinnehmen will, ja, das, was Gott mit der Welt oder hier mit Sodom vorhat. Auch dieses Motiv finden wir immer wieder, dieses Rechten, dieses Ringen mit Gott in den Klagepsalmen, in vielen Dingen, wo Menschen sagen, Gott, wie kannst du das tun? Also auch hier die Möglichkeit, nicht nur vom lieben Gott zu reden, sondern Gott anzuklagen, mit ihm zu rechten, ihm was vorzuwerfen. Auch das ist so in diesen Gestalten der Bibel sehr, sehr stark drinnen. Und hier bei Abraham eben dieser Einsatz für Menschen,
ja, die nicht nur Gerechte sind. Also er sagt natürlich, und wenn 10 Gerechte sind, wird die ganze Stadt verschont. Also er setzt sich für alle ein. Bauernschleue, sagen wir vielleicht dazu. Die Fähigkeit, möglichst viel da herauszuholen, vielleicht auch Unerwartetes zu erreichen. Und interessanterweise, das ist auch für unsere Diskurse, für ja, Flüchtlingsaufnahmen und alles Mögliche wichtig, er argumentiert nicht mit Barmherzigkeit. Ja, erbarme dich doch, weil, sondern er argumentiert mit Gerechtigkeit. Und er versucht Gott auf der Gerechtigkeitsseite zu überzeugen. Wenn da Gerechte sind, dann ist es doch nur recht und billig, dass die auch alle gerettet werden. Ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Diskussionen immer wieder. Wir sind sehr schnell oft so auf dieser Barmherzigkeitsseite, denen muss man ja was geben. Aber es ist Migrationsfrage, Hilfe für andere, ihr Projekt sei so frei, da geht es nicht primär um barmherzig sein für, sondern es geht um Gerechtigkeit. Wir haben so viel erhalten, hier in Österreich, hier in der, auch von der Umwelt, von all dem, wie wir leben können. Da ist es nur recht und billig, dass wir teilen, dass wir es weitergeben. Nicht als ein paar Groschen, die man halt übrig hat, sondern weil es nur recht und billig ist. Also es ist eine Frage der Gerechtigkeit zu helfen. Das bringt hier Abraham in die Diskussion ein. Und dann schließlich am Schluss der Abrahams Erzählung, da geht man dann über so in die nächste große Erzählung vom Isaak, also Abraham bekommt und Sarah bekommen diesen Sohn Isaak, da ist diese schwierige und so ja, spannende Stelle, Genesis 22, Opferung Isaaks, haben wir es gelernt irgendwann einmal, jetzt sagt man eben Erprobung Abrahams, im Judentum heißt es Bindung Isaaks. Also die Szene ist ja bekannt, also Abraham kriegt von Gott den Auftrag, den Sohn zu opfern und er widerspricht nicht und geht mit ihm den Berg hinauf. Der Isaak trägt selber das Holz für das Brandopfer und soll ein Brandopfer sein. Und erstaunlich ist eben, gerade bei Sodom hat sich Abraham mit allen Mitteln gewehrt und hat versucht, Gott zu überzeugen. Hier kein Wort des Widerspruchs. Sogar als Isaak mit ihm spricht und fragt, wo ist denn das Lamm für das Brandopfer, sagt Abraham, Gott wird sich das Lamm schon suchen. Ich habe die schwedische Autorin Ylva Eckenhorn genannt. Das Büchlein heißt Wo die Löwen wohnen, Männer in der Bibel, 14 Porträts. Ist aus dem Schwedischen übersetzt. Sie schreibt zu dieser Stelle und sie sagt auch selber, sie möchte die Geschichten von Männern in der Bibel nacherzählen auf dem Hintergrund der Lebenserfahrung als Frau. Ich zitiere sie da, als Frau habe ich vieles einzuwenden gegen Abrahams Wanderung mit dem Jungen hinauf zum Berg Moria. Wusste Sarah, was hier wirklich vor sich ging? Wäre ich dort gewesen, ich hätte alles getan, um es zu verhindern. Ich hätte mit Gott verhandelt, mit Abraham. Und dann etwas, wo vermutlich einige schmunzeln werden. Man kann die Erzählung aber natürlich auch als Illustration lesen, wie sehr ein Mann von seinem Projekt besessen war. In diesem Fall von einem religiösen Projekt. Und dass sein Kind um der Sache willen geopfert werden musste. Also sie verweist hier darauf, vielleicht kann man es auch so deuten, Abraham, der so besessen war von seinem religiösen Projekt, dass er bereit war, alles zu opfern. Opfer für den Krieg, die Politik, für das Geschäft, die Forschung, das neue Gemeindehaus, das Vereinsleben und nicht zuletzt für den Beruf, für den viele Väter ihre Kinder vernachlässigt haben, was sie später im Leben bitter bereuten. So weiter Ylva Eckenhorn. Aber sie ergänzt, in diesem Dilemma stehen heute auch immer mehr Frauen. Sie gibt aber dann noch eine zweite Auslegung und die halte ich auch für spannend für diesen Abraham. Sie sagt, diese Geschichte ließe sich auch deuten als Bild dafür, dass es gefährlich ist, sich an die eigenen Kinder zu klammern, sie als Eigentum zu betrachten, so herbeigesehnt und geliebt sie auch seien. Die Illusion aufzugeben, sein Kind zu besitzen, kann genauso wehtun, wie wenn man gezwungen würde, das Messer in das Liebste zu stoßen, das man hat. Soweit Ylva Eckenhorn.
Also eine andere psychologische Auslegung dieser Stelle, dieses wirklich auch bildlich dann Loslassen der Kinder. Sie sind nicht Besitz. Ich gebe sie praktisch dem Segen Gottes und sie sind eigenständig. Ob Abraham nun seinen Sohn wirklich opfern wollte oder nicht, ist hier in der Sinn der Erzählung ist hier ein anderer, nämlich dass Abraham seine Zukunft, die ganze Verheißung in Gottes Hand legt. Und Gott schenkt ihm nochmals Segen in Fülle. Nach menschlichen Maßstäben ist diese Szene Genesis 22 grausam, undenkbar. Einer, der sein Kind opfern will. Und doch im Johannesevangelium 3,16 heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, hier haben wir auch die Verknüpfung, jetzt auch noch einmal vom christlichen her, zwischen dem, was hier bei Abraham und Isaak geschieht und was für das Judentum praktisch so wichtig ist, wie für uns das Evangelium. Ja? Die Bindung Isaaks, Gott, der sein Volk rettet, weil Isaak wird dort nicht geopfert, es gibt das Lamm anstelle dieses Isaak. Man deutet es zumeist, dass hier damit das blutige Opfer auch abgeschafft worden ist und anstelle dessen, also das blutige Menschenopfer wurde abgeschafft und anstelle dessen kam das Lamm. Man könnte dann weiterdenken, dass Jesus hier darauf zurückgreift und wir haben es ja im Hebräerbrief, er sagt so ein für alle Mal, also er ist praktisch das letzte dieser geopferten Lämmer. Wir brauchen andere Formen, mit Gott in Kontakt zu treten, zu verhandeln. Von Abraham wird hier somit alles verlangt und er gibt alles. Und solche Personen finden wir immer wieder, den Hiob zum Beispiel als ein weiteres Bild von denen. Ihm wird alles genommen, gleich am Beginn des Hiob-Buches. Und was sagt er? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Es geht dann ja weiter, dass die Freunde mit dem Hiob rechten und sagen, lehn dich doch auf. Und also es dauert lange, bis er auch dazu sich durchringen kann, so diese Auflehnung. Er akzeptiert es einmal. Was lerne ich aus dieser Szene auch noch einmal für heutige Spiritualität? Zum einen, Gottes Pläne sind manchmal völlig unbegreiflich. Wozu diese Pandemie? Warum Kriege, Flucht und so weiter? Also es gibt viele Dinge, auch im persönlichen Leben. Ja, jeder und jede von Ihnen hat vermutlich Personen, die irgendwann jetzt schwer erkrankt waren, Krebserkrankungen und alles Mögliche. Warum? Wozu das Ganze? Man kann es nicht erklären und trotzdem kann ich da mit Gott rechten. Also Gott wird hier schon in der Bibel als einer gezeigt, der nicht immer verstehbar ist. Was aber gezeigt wird, diese Personen vertrauen darauf, dass es Gott im letzten großen Gut mit ihnen meint. So auch bei Hiob. Ich meine, schön ist immer, wenn die Geschichten dann gut ausgehen. Ja? Wir erleben es halt in unserem Leben auch, dass nicht jede Geschichte gut ausgeht. Möglich ist dieses mit Gott im Gespräch sein, nur indem man sich diesem Gott immer wieder zuwendet. Bei Abraham, warum kann er diesem Gott vertrauen? Weil er ihn kennt. Er spricht mit ihm, mit innerer Stimme, auf die der Abraham dann auch hört. Äußerlich wird man es vermutlich doch nicht gehört haben. Für mich heute ist die Frage, ja, und wie kann ich Gottes Stimme hören? Bei den vielen Medien, bei all dem Lärm, bei den vielen Meinungen. Papst Franziskus verweist in gut jesuitischer Tradition auf das Unterscheiden. Unterscheiden heißt aber, ich muss hinhören und da gibt es mehrere Meinungen und dann muss ich das bedenken und unterscheiden. Was ist das Richtige, was ist das Falsche? Wie kann ich zu dieser Unterscheidung kommen? Unsere kirchliche Tradition nennt es Exerzitien, üben, einüben. Die Stimme eines Menschen kenne ich dann, wenn ich sie oft genug gehört habe. Kinder erlernen ja, jahrelang oder vor allem in den ersten Monaten das Hören auf die Stimme der Eltern.
Wenn man geschult ist, dann hört man bestimmte Stimmen aus vielen Stimmen heraus. Sie kennen das, ja? Eine bestimmte Stimme, das hat sich internalisiert und die hört man aus vielen anderen heraus. Die Stimme ändert sich im Laufe des Lebens, nicht nur mit dem Stimmbruch, sondern durch verschiedene Einflüsse, auch physische Veränderungen des Körpers, verändert sich die Stimme. Das heißt, im Blick auf Gott, wenn ich auf Gottes Stimme hören will, wenn ich sie heraushören will aus den vielen Stimmen, dann muss ich mich immer wieder mit ihm im Gespräch befinden. Dann muss ich versuchen, diese Stimme Gottes einzuüben, dass ich weiß, wann spricht er und wann nicht. Eines der Hauptmotive vieler Gestalten der Bibel ist Hinhören auf Gott. Eigentlich viel mehr als dann Reden. Das finde ich auch so das Spannende. Wir haben immer auch die Propheten, und also wir schauen immer auf das, was die dann alles gesagt haben. Auch bei Mose, es gibt halt die Szenen, wo Gott zu ihm spricht, beim Dornbusch und am Berg Sinai oder Horeb und so weiter. Aber dass all das die Basis davor hat, viel, viel, viel hinzuhören, das wird kaum erzählt. Und das ist, glaube ich, auch für uns wichtig. Also gilt auch für uns als Theologen, mehr hinzuhören, als selber zu reden. Dieses Hinhören auf Gottes Stimme wird für mich an einer Stelle in der Bibel ganz zart und schön dargestellt. Das ist diese kurze Szene vom jungen Samuel im Tempel. Der Samuel, der da als Lehrling praktisch im Tempel ist, beim Eli, beim Priester, und der die Stimme hört, Samuel. Und er denkt, Eli ruft ihn, und er sagt, nein, geh schlafen. Und noch einmal, kommt wieder, ja, aber du hast mich doch gerufen. Und Eli erkennt als weiser Mann, da war Gottes Stimme im Spiel. Und er sagt zu ihm, wie er handeln soll, nämlich, wenn du den Ruf hörst, sag, rede, Herr, dein Diener hört. Und Samuel tut das und kommt ins Gespräch mit Gott und wird selber ein Prophet. Das heißt, Samuel lernt bei einem erfahrenen Exerzitienmeister, könnte man sagen, oder bei einem, der die Stimme Gottes kennt, wer das ist und wie er handeln soll. Ich hatte ganz am Beginn meine eigene Biografie genannt. Für mich waren das halt Vater, Mutter, die Großeltern. Weniger der Priester in der Pfarre, sondern von diesem Umfeld habe ich gelernt, ja, was könnte Stimme Gottes sein? Ohne es je genau zu wissen, das ist ja auch noch einmal das Spannende. Auch bei den biblischen Gestalten, so sicher ist es ja nicht. Bei den Propheten, oft weiß man es erst irgendwann im Nachhinein, war das jetzt wirklich das Richtige? War das richtige Prophetie oder falsche? Eine große Traditionslinie mit dem Abraham. Eine zweite mit dem Jakob. Wie schwierig manchmal Beziehungen zwischen Geschwistern, besonders zwischen Brüdern sein können, kennen sicher viele hier. Ich selber habe eine Schwester, die ist ein paar Jahre älter, das war weniger das Problem, aber drei Brüder innerhalb von 3 Jahren, da spielen sich alle diese Konflikte von Erstgeborener und Älterer und Jüngerer und so weiter ab. Viele kennen das vermutlich aus dem eigenen Umfeld. Und ein Beispiel dafür ist hier so diese Geschichte von Jakob und Esau. Nachdem es ja ihr Jahresbegleiter ist, werde ich das nicht ganz ausführlich machen. Aber ich finde, da ist wirklich sehr, sehr viel drinnen von Anfang an. Ja, also es wird erzählt, dass die im Mutterleib schon ringen miteinander und der eine ist eigentlich der Erstgeborene und der andere hält ihn fest. Also wer ist jetzt wirklich der Erstgeborene? Und Erstgeborenenrecht war damals extrem wichtig. Dem gehörte alles, der Nächste hatte eigentlich nichts. Wir haben in unserer Tradition eher immer so den Jakob im Blick. Ich möchte, wenn Sie schon Jakob als Jahresbegleiter haben, darauf hinweisen, wirklich den Esau nicht zu vergessen. Wenn man sich das anschaut, ist der Jakob eigentlich der Schlawiner, der Böse, der den anderen übers Ohr haut, der das Erstgeburtsrecht sich erschleicht, der den Vater, den blinden Isaak vor seinem Tod auch noch übertölpelt, ja, mit diesem Fell da auf der Hand, sodass der Isaak glaubt, jetzt segnet er seinen erstgeborenen Esau, dabei ist es der Jakob. Das heißt, er ist eigentlich ein Gauner und er muss dann fliehen, weil er Angst hat, dass der Esau ihm was antut, ohne dass das gesagt ist, dass der ihm das tun will. Das heißt, eigentlich ist der Jakob hier nicht der Gute.
sondern der Esau. Und der Jakob stiehlt ihm da einiges. Jakob hat dann auch diese Migrationsgeschichte, er flieht zu den Eltern seiner Mutter Rebekka, Laban, ja, sein Onkel, und dort lernt er seine Frauen kennen, wird selber betrogen. Er liebt die Jüngere, die Rachel, gibt es die Hochzeitsnacht und ohne dass es merkt, ist aber die Lea da. Plötzlich ist er mit der Lea verheiratet und nicht mit der Rachel und muss weiter dienen. 2x7 Jahre dient er praktisch dem Laban, damit er die Frauen dann heiraten kann und damit er auch Besitz hat. Bekommt 12 Söhne und eine Tochter. Und dann kommen wunderbare Szenen für diesen Jakob. Eine wird heute ja auch noch einmal gelesen. Zwei Sachen möchte ich da hervorheben. Diese, oder eigentlich die eine, er zieht nach, man sagt so ungefähr 20 Jahren, wo seine Kinder inzwischen zum Teil schon groß sind, zieht ihn wieder in seine Heimat. Er möchte reinen Tisch machen, er weiß, dass da was schiefgelaufen ist. Das heißt, er ist erwachsen geworden, sagt man es vielleicht auch. Also er hat wirklich sich auch da die Hörner abgestoßen und er weiß aber nicht, ob der Esau, wie der ihn aufnimmt, wie das werden wird, ob der versucht, ihn umzubringen und kommt da an den Fluss Jabok. Das ist diese Szene, wo er dann in der Nacht ringt mit dem Mann, Engel, wer auch immer das ist. Und in dieser Nacht wird er geschlagen von diesem Engel auf die Hüfte, bekommt den Namen Israel. Ja, also die ganze Israel-Tradition geht auf diesen Jakob, der gleich Israel ist, auch zurück mit seinen 12 Söhnen. Viele Deutungen gibt es über dieses Ringen. Kämpft er hier in einer inneren Abrechnung mit Esau? Kämpft er mit seinem eigenen Schatten? Ist es ein Engel, ein Dämon? Man weiß es nicht genau, aber das ist so eine der zentralen Szenen, einer, der mit Gott rechtet. Ich werde am Schluss noch einen kurzen Text zu dieser Szene lesen, wo das in ein Gedicht oder in ein Gebet umgewidmet worden ist, in einem Oratorium. Nach dieser Nacht kommt die Begegnung mit Esau und die wird eigentlich nur kurz erzählt. Alles läuft darauf hin, was wird mit diesen beiden Brüdern sein. Und da heißt es, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Welch ein Unterschied zu der Szene beim herziger Vater und die zwei Brüder, ja, ältere und jüngere Brüder. Der Zurückkehrende, da umarmt ihn der Vater, aber die beiden Brüder sind dort in der Szene unversöhnt. Hier der Esau, den wir eigentlich so als den Gefährlichen haben, der ist der, der zugeht auf den Jakob und ihm verzeiht und ihn in die Arme nimmt. Ich finde, dass Esau es verdient hätte, mehr gewürdigt zu werden. Also so ein kleiner Anstoß auch für Jakob und Esau, weil er in der ganzen Erzählung teilweise fast mehr Vorbild ist als Jakob und er zeigt die Größe, seinem Bruder verzeihen zu können. Ich habe es jetzt nicht untersucht, das können Religionspädagogen machen, im Umfeld von Bußvorbereitungen. Ich weiß nicht, wie oft diese Szene hergenommen wird. Also wir haben immer den barmherzigen Vater und also es gibt so ein paar Klassiker, aber die Szene von Jakob und Esau, dieses Unversöhntsein, dieses ungerechte Verhalten des Jakobs dem Esau gegenüber und dann der, ja, ohne dass er weiß, ob der Jakob nicht immer noch ein linker Kerl ist, er geht hin und umarmt ihn. Also ich finde, das wäre auch eine tolle Szene, die man auch so in Bußvorbereitungen, auch in Bußgottesdienste mit einbauen kann. Ein dritter noch von diesen großen Gestalten der Genesis, der Josef. Bei Josef denkt man im christlichen Bereich an den Nährvater, Ziehvater, wie auch immer man es nennt, Jesu, also an den Mann Marias, über den man aber eigentlich nichts weiß. Sie hatten ihn als Jahresthema. Ich finde das immer aus biblischer Sicht gar nicht so einfach. Genauso wie ich sage, fürs Predigen, ich finde es am schwierigsten, über Maria zu predigen, weil es fast keine Bibelstellen dafür gibt.
Wie viele Bibelstellen habe ich für die 20 Maria- oder 30 Marienfeste im Jahr? Es sind immer die zwei gleichen Stellen. Ich weiß nicht, wie es dem Bischof geht, aber das ist dann gar nicht so einfach. Ich merke, habe es auch in der Pfarre gemerkt, immer wieder Marienfest, Marienfest, und man hat immer, und Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Bei Josef, dem Nährvater, ist es ähnlich. Es gibt in der Bibel nicht viel, es gibt viel in der Tradition. Also man hat dann ja überlegt, ja, und wer könnte das sein? Und man hat vieles sich dazu gedacht. Ganz anders schaut es aber bei dem Josef aus der Genesis aus. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel. Ja? Er ist ganz am Schluss bei dieser 12 Söhne eingereiht und wird ja von seinen Brüdern da übertölpelt und verkauft. Also da gibt es ganz vieles an Familiengeschichten. Auch er ist der Geliebte und die Älteren fühlen sich zurückgesetzt und wollen ihn dann loswerden. Und also da ist ganz viel drinnen, was man hier auch bei ihm lernen kann. Andrew Lloyd Webber hat ihm ein ganzes Musical gewidmet, Joseph, und darin lässt Webber den ägyptischen Pharao über diesen traumdeutenden Josef sagen, this Joseph is a clever kid. Und das haben wir gerade auch in Schulbüchern immer wieder irgendwie so drinnen. Der Kleine, der Jugendliche, das Kind Josef, das ist Käse, weil der 17, also wie er verkauft wird, ist er 17. Das heißt, es gibt, und das war damals fast erwachsen, das heißt, dieses Kind Josef gibt es da nicht, sondern das war halt ein junger Mann, der verkauft wird nach Ägypten und dort dann beim Pharao aber Karriere macht und selber dann zu einem Machtmenschen wird, der seiner Familie dann auch hilft. Wenn man diesen Josef anschaut, dann findet man darinnen nicht eine Rolle, sondern er ist Familienmensch, Sohn, Bruder, Ehemann, Vater, Großvater. Er ist Träumer und Traumdeuter, er ist Gewaltopfer, er wird verkauft, er ist Sklave und Handelsware. Und er ist auch auf der anderen Seite, er wird Machthaber, er unterdrückt dann das Volk in Ägypten. Er ist seinen Brüdern gegenüber zuerst nicht gut, als die kommen. Also, und er verzeiht ihnen am Schluss auch nicht. Also er hilft ihnen, aber er verzeiht ihnen nicht. Also auch da ambivalent. Und ich finde das toll. Ich finde, dass wenn so Figuren zu glatt sind, habe ich immer Verdacht, da stimmt was nicht. Weil unsere eigenen Biografien auch nicht glatt sind. Und das ist beim Josef so. Das ist keine glatte Biografie. Da sind schöne und schwierige Momente dabei. Elie Wiesel hat das so formuliert: In Josef existiert eine polare Spannung, die seine Handlungen, seine Entscheidungen erst lebendig macht. Die polare Spannung. Und er sagt dann, und aus ihm einen wahren, das heißt zerrissenen Menschen macht. Elie Wiesel über Josef: Er ist ein wahrer, das heißt ein zerrissener Mensch. Also Josef als ein Beispiel dafür, dass unsere Biografien immer wieder auch Ecken, Kanten, Risse, Brüche hat. Und das darf so sein. Und Gott sagt nicht, das ist schlecht, sondern mit diesen Brüchen ja, leben, sein Leben gestalten, weiterhin auf Gott vertrauen. Also das finde ich so eine tolle Geschichte bei diesem Josef, dieses Zerrissensein und damit aber Eingang zu finden ja, in diese Erzelternerzählungen. So wie es die Imtraut Fischer nennt, nicht mehr Erzväter, sondern Erzelternerzählungen. Beim Josef, auch bei seinen Brüdern, lernt man dann noch einmal eines, was auch für uns, für Spiritualität wichtig ist. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen sich ändern. Auch Männer können sich ändern. Das ist die Botschaft dieser Kinder Jakobs, auch beim Judah. Der ihn verkauft und der dann aber seine Brüder auch dazu bringt, dass sie zu diesem Bruder Josef hingehen. Theodor Adorno sagt, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. In diesen Erzählungen, gerade auch bei den Brüdern des Josef, dort dann in Ägypten, ist immer wieder das Thema Stärke und Schwäche. Und die Möglichkeit, Schwäche zu zeigen, ermöglicht hier auch ja, weiterleben zu können. Ein letztes, ich habe jetzt leider keine Uhr da, aber ein paar Minuten habe ich noch.
Ein letzter Zugang, den nenne ich die Propheten ohne Rücksicht auf Verluste. Ich liebe wirklich Prophetenerzählungen. Viele dieser kleinen Büchlein sind gar nicht bekannt, Zephania und Zacharia, und da hat man einzelne Verse vielleicht in der Liturgie einmal, ja, beim Zacharia im Umfeld von Weihnachten, Amos und Haggai und so weiter. Also wenn man da reinliest, warum liebe ich das? Weil da das pralle Leben sichtbar wird und das Ringen mit Leben und Gott. Wie bringe ich die Herausforderungen meines Lebens, die Herausforderungen, dass man das Land verliert, dass man unterdrückt wird, wie bringe ich das in Einklang mit meinem Glauben an einen guten Gott? Und die Propheten sind deshalb auch, glaube ich, aufgenommen worden als eigenes großes Buch, ja, die Nebiim, die Propheten, also neben der Tora, also dem ersten großen Teil, und den Schriften gibt es dann eben die ganzen Propheten, wo nicht nur diese kleinen, sondern es gibt auch dann die großen Propheten verzeichnet sind. Warum? Weil sie authentisch sind, ihr ganzes Leben einsetzen für das, was ihre Botschaft ist. Das heißt, sie kommen nicht her wie ein Herold und sagen die Botschaft vom König, sondern ich bin die Botschaft. Und viele von ihnen leiden dann darunter. Teilweise werden sie umgebracht, teilweise, wie der Jeremia, wird auch ins Exil gebracht. Man will auf Propheten nicht hören. Im Nachhinein ist man dann klüger. Also Propheten haben es nicht einfach. Warum ist mir das auch noch wichtig? Und da kommt jetzt so ein bisschen mein pastoraltheologischer Zugang zu diesem ganzen Thema. Weil wir als Getaufte auch Propheten sind, was immer wieder übersehen wird. Wir diskutieren so viel in unserer Kirche über das gemeinsame Priestertum. Wer diskutiert über das gemeinsame Prophetentum? Gesalbt zum Priester, König und Propheten. Ja, bei der Salbung mit Chrisam, gesalbt auf Christus, der selber Priester, König und Prophet ist. Wir haben Anteil an Priestertum, Königtum und Prophetentum Christi. Und das Prophetentum Christi geht zurück auf diese ganze Tradition von prophetischen Stimmen von Anfang der Bibel bis hin zu Jesus und danach. Es gibt im Neuen Testament auch noch Propheten, den Johannes den Täufer kennt man. Die erste Geschichte der Gemeinden, da gab es Wanderpropheten, da gab es Leute, die die Botschaft Jesu weitergetragen haben, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gezogen sind und bei den Sesshaften, bei den Familien, bei den Häusern aufgenommen wurden. Das hat sich dann relativ früh verlaufen. Ich habe mich mal länger damit beschäftigt, warum sind diese Propheten dann ausgestorben, zumindest in den Aufzeichnungen. Meine Theorie ist, in einer Institution haben Kritiker keinen Platz. Ja, also mein Beitrag hieß dann, kein Platz für Kritiker. Was ist mit dem Prophetenamt? Ich glaube einfach, dass diejenigen, die nicht auf Linie waren, von denen hat man auch nichts überliefert. Ja, also es gab in den, ja, auch im zweiten Jahrhundert, gab noch so vereinzelte Wanderpropheten. Zum Teil hat man ihnen dann halt vorgeworfen, ihr seid Sektierer, ihr seid nicht auf der Linie der rechten Botschaft. Und doch glaube ich, also doch gibt es ja dann trotzdem auch im Epheserbrief das Amt des Propheten innerhalb der Kirche. Es gibt die Lehrer, aber es gibt auch Propheten. Was heißt das dann für unsere Kirche, dass es eigentlich diese Prophetenrolle auch heute noch geben sollte und geben muss? Die Geschichte, wenn man auf diese Propheten schaut, blickt dann aber auch vielleicht zu sehr nur auf die Personen, die anerkannterweise, wie in der Bibel, als Propheten auftreten, zu wenig auf die Propheten, die nicht innerhalb der Kirche sind. Es gibt Propheten für uns als Christen, die jetzt nicht Christen sein müssen, im ganzen Klimadiskurs. Gandhi wird dann immer genannt, ja, also so die großen Gestalten anderer Religionen vielleicht. Manche halten vielleicht die Greta Thunberg für eine Prophetin oder auch andere. Und da sieht man auch, wie viel Widerstand es da gibt, wenn jemand ein Wort sagt, dass das zu Veränderung führen soll. Und das ist schon etwas, was bei der Prophetenbotschaft zentral ist. Sie sagen nicht irgendwas, sondern sie sagen zum Teil, wie der Jona in Ninive: Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr untergehen. Der Jona ist ja dann der sich darüber ärgert, dass Gott sich erweichen lässt und dass die wirklich umkehren. Er rechnet ja gar nicht damit, dass sein Wort auf fruchtbaren Boden fällt.
geht es uns vielleicht auch manchmal, dass man viel predigt und denkt, na, vielleicht irgendwas fällt vielleicht auf fruchtbaren Boden. Die Propheten wollen Veränderung. Die wollen die Menschen immer wieder zur Umkehr bringen, sich neu Gott zuzuwenden. Das heißt, Propheten sind unbequem. In der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums heißt es in Lumen Gentium 12, das heilige Volk Gottes nimmt teil am prophetischen Amt Christi, indem es sein lebendiges Zeugnis vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe verbreitet. Ich glaube, dass es heute mehr von diesem prophetischen Amt braucht. Es braucht ein stärkeres Hinhören, wo sich Gottes Wort heute zu erkennen gibt und wer vielleicht solche Propheten sind, solche Elis, die den Samuel darauf hinweisen, das ist Gottes Stimme. Die biblischen Prophetengeschichten sind dabei auch spannenderweise eben nicht praxisbeliebig, also glaubt und sonst ist es egal, sondern, und das finde ich auch noch einmal spannend bei den Propheten, sie fordern auf zum Handeln. Der Glaube Jahwes, oder der Glaube an Gott, an den Jahwe, da ist es unmissverständlich klar, wenn ich an ihn glaube, dann ist Gottes Wort nur mit einer ganz bestimmten sozialen und politischen Praxis vereinbar. Die Propheten klagen deshalb Politik, Könige an, aber auch kirchliche Führer, wo sie sagen, das ist jetzt gegen Gott gerichtet, unmenschlich, das ist ungerecht. Sie mischen sich ein. Umgelegt auf eine Spiritualität heute, Frömmigkeit im Sinne Jesu und christliches Zeugnis zeigt sich nicht primär und nur im Gebet im Gotteshaus, sondern das öffentliche, bewusste Eintreten ist gemeint, gerade auch für Ausgegrenzte und Marginalisierte. Deshalb vollste Unterstützung für Sei so frei und andere solcher Aktionen. Das ist nichts, was wir zusätzlich machen, sondern das ist in der Tradition dieser Personen von Abraham bis hin zur Apokalypse, zu den Propheten im Neuen Testament, zu den Propheten der ersten Jahrhunderte. Christsein heißt, sich einzumischen für eine gerechtere Welt, weil das ist, was Reich Gottes hier und heute auch meint. Dass man sich damit nicht so viele Freunde macht, haben die Propheten erlebt. Das erleben auch heute viele, wenn man sich einmischt, gerade wenn man damit großen Konzernen, Institutionen auf die Füße steigt, das hat niemand gern. In der Entwicklung von Kirche war dann eben auch so das Dilemma mit dem Prophetischen. Unsere Kirche wurde sehr früh natürlich auch Institution, sonst würde es uns nicht geben. Ohne Leitung, ohne Ämter, ohne Strukturen hätte das Christentum als charismatisch entstandene Bewegung nicht überlebt. Ja, also das heißt, dass Jesus hat die Kirche nicht gewollt, ja, kann man so sagen, aber man kann sagen, diese Kirche mit gewissen Dingen, aber ohne Strukturen gäbe es uns nicht. Das heißt, das Charisma und Institution gehört zusammen, also es braucht charismatische Anfänge, aber es braucht dann Strukturen, damit das weitergegeben werden kann, damit die Tradition weitergegeben wird. Die Frage ist dann aber immer, ich muss diese Strukturen, ich muss auch diese Institution Kirche immer wieder ein bisschen gegenbürsten und schauen, wie schaut es jetzt heute aus mit diesem Ursprungscharisma? Wie schaut es aus mit dem Prophetischen? Das Prophetische wurde ziemlich früh domestiziert. Domestizieren heißt dann so ein wenig verhäuslichen, zähmen. Weil es natürlich schwierig war, so auch in den ersten Jahrhunderten, wenn man da unterschiedlichste Stimmen hat und Propheten, die vielleicht was anderes sagen und intern kritisieren, gleichzeitig wird man von außen verfolgt. Bis zum 4. Jahrhundert, ja, ganz viele Märtyrer. Das war mit ein Grund, warum man hier das Prophetische zurückgedrängt hat. Wir haben dann einzelne Propheten über die Jahrhunderte, wie den Franz von Assisi, den wir ja jetzt bald feiern, und andere, die prophetische Figuren sind, viele Frauengestalten, die zum Teil gar nicht überliefert sind, die hier mitgehören, die Orden gegründet haben. Die Kirche braucht zur Wahrung ihrer Ursprungstreue, glaube ich, nicht nur das apostolische Fundament,
womit die inhaltliche, dogmatische Lehre und Wahrheit auch gesichert wird und weitergetragen wird. Wir brauchen auch das prophetische Fundament, weil dieses Fundament dafür sorgt, dass diese Wahrheit in der je neuen Gegenwart ins Wort gebracht wird, weil sich Vorstellungen, auch gesellschaftliche Verhältnisse ändern und ich brauche dann immer wieder neu so das Hören auf Stimme Gottes. Wer hat vor 500 Jahren von Klimakatastrophe, Klimawandel geredet? Wer hat die Globalisierung, Digitalisierung im Blick gehabt? Das sind neue Herausforderungen, auch neue Zusammenlebensformen. All das braucht dieses prophetische Amt, das dann auch sagen kann, ja, was ist in dem Ganzen Stimme Gottes? Ich glaube, die offizielle kirchliche Lehre, das apostolische Amt, gibt die großen Straßengräben vor, die Gestaltung des Glaubensweges, die Freude am Gehen, es war so viel mit Synhodos, also Synode, Zusammengehen die Rede, die Freude daran, die Art des Bewegungsmittels, ja, ob zu Fuß, wie jetzt gerade heute der Kollege Keineder, oder mit Fahrrädern oder mit, ich weiß nicht was, allem, also wir haben unsere Lebenswege mit unterschiedlichen Formen. Das Lehramt gibt Straßengräben vor, gehen muss jeder Christ selber. Und ich würde auch sagen, das prophetische Amt gibt auch den Anstoß, stimmen manche der Gräben noch? Braucht es nicht auch neue Straßen in neuen Zeiten? Müssen wir nicht Tunnel graben in bisher unüberwindliche Traditionsberge, so wie es gerade der Synodale Weg in Deutschland zumindest ansatzweise auch versucht, so anzubohren? Ja, ich brauche nicht die ganzen heißen Eisen dazu nennen, die es hier gibt. Aber das wäre für mich so diese Frage des prophetischen Amtes, da nicht zu schweigen, sondern sich einzubringen. Und ich möchte die KMB ermutigen, sie haben so viele unterschiedliche Menschen mit ihren so verschiedenen, spannenden Biografien und Erfahrungen. Lassen Sie sich von der Vielfalt von biblischen Vorbildern für das persönliche Leben, auch für das Leben in der Gemeinschaft inspirieren und ermutigen und spüren Sie Ihrem eigenen prophetischen Auftrag nach als Christen. Also dem, was Gott durch Sie, durch jeden Einzelnen von Ihnen der Welt sagen möchte. Ich weiß schon, nicht alles ist gleich Gottes Stimme und es gibt manche, die ihren Vogel zum Heiligen Geist erklären wollen. Insofern braucht es diese Unterscheidung. Aber wenn man sich nicht einmischt, wenn man nicht das Wort erhebt, dann wo bleibt dann die Prophetie? Mit Abraham den Segen Gottes erwarten und selbst zum Segen werden, mit Jakob am Erwachsenwerden arbeiten und an der Beziehung zum Bruder und zu den Schwestern, müsste man dann auch sagen, und mit Josef die Zerrissenheiten des Lebens anzusehen und zu integrieren. Das sind so meine drei Hauptinspirationen für heute. Und ich möchte schließen mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit einem Text aus dem Oratorium Maria durch ein Dornwald ging, wo auf dieses Ringen Jakobs mit dem Engel Bezug genommen wird. Da heißt es: Gott misst seine Stärke mit der des Menschen, voller Sehnsucht überwunden zu werden. Wir flüchten in die eigene Schwäche, aber der Herr ist stark und er lässt unsere Stärke zu. Wenn der Morgen dämmert, stehen wir noch zitternd da, mit einem Schlag auf die Hüften, oh, wie das brennt. Das eigene Leben als Beute gewinnen ist so schwer, doch der Herr kennt unseren Hunger. Gott sucht seinesgleichen im Menschen. Bist du deiner Verzweiflung treu, dann wird sie seinem Segen begegnen, wenn die Zeit für eine Begegnung reif ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für die Tour durch die biblischen Figuren, Abraham beginnend bis zu der prophetischen Kraft, die uns letztendlich den Auftrag gibt.
Es war dicht, es war viel. Ich habe mir mitgenommen, doch die Männer können sich ändern. Das ist doch durchaus einmal ein ermutigender Start. Ist aber nichts Neues jetzt, oder? Es ist nichts ganz Neues, aber es ist immer wieder wichtig, glaube ich, sich zu erinnern, dass das möglich ist. Was sind Ihre Fragen, die Sie jetzt im Anschluss haben? Wir haben ein paar Minuten Zeit dafür und ich möchte die Gelegenheit gerne noch nutzen, hier auch gleich noch an das eine oder andere anschließen zu lassen. Es gibt ein Mikrofon und Reinhard, bitte, geh zu Menschen, die mutig sind und eine Frage haben. So, ich glaube, er hat schon eine Frage. Wie kannst du das? Ja, ich kann auch nicht mehr als einschalten. Geht. So, bitte, wer erhebt als erstes die Stimme? Es muss erst sickern. Ja, ja. Kann auch Murmelgruppen machen, aber mal. Ich bin erst seit kurzer Zeit geistlicher Assistent der KMB-Diözese und habe kurze Erfahrungen gemacht in unseren Sitzungen und habe damals auch in mir selber ganz stark gespürt, was Sie am Schluss so gesagt haben, dieses Prophetische in der Kirche. Weil wir schon sehr in der Gefahr sind, Systemerhaltung zu leben und dann erweitern wir gerade die Systeme noch, dass sie doch genügend Leute da sind und so. Und ich glaube auch, wie du das am Anfang gesagt hast, Bernhard, dass wir da diese kritische Stimme sein dürfen für, und ich bitte darum, dass wir es auch sind, für diesen Wandel in der Kirche, auch in den Ämtern zum Beispiel, oder dieses prophetische Denken, das von außen in die Kirche reinkommt und auch das vor allem von der Bibel in die Kirche reinkommt. Das würde ich sehr ganz, ganz wichtig für unterstrichen wissen. Und bin sehr froh, dass Sie das so ausführlich gemacht haben. Vielen Dank. Danke. Das ist mal eine Bestärkung. Tut auch gut. Bitte, der Herr vorne. Wir waren jetzt von der KMB im September unterwegs schon in den Regionen und haben dort sozusagen auch unseren biblischen Jahresbegleiter eingeführt und vorgestellt. Aber nicht in der Intention, den Männern zu zeigen, schaut her, das ist jetzt ein tolles Vorbild, sondern das ist ein toller Spiegel. Und das ist unser Ansatz, mit diesem Jahresbegleiter umzugehen, sozusagen ein Spiegel für uns, auch für die vielleicht nicht so schönen Seiten in uns, für die so schwierig ist und auch für die hoffnungsfrohe Botschaft, dass Gott auch in diesen Irrungen, Wirrungen und krummen Zeilen unseres Lebens gerade schreiben kann. Ich finde es auch toll, also ich finde die ganze Jakobserzählung da so als ein Jahresthema zu nehmen, ist, also weil sie so vielfältig ist. Es gibt ganz wenige Figuren in der Bibel, die so ausführlich dargestellt sind. Also bei Abraham, Jakob, Josef weiß man sehr viel, von David dann noch, aber auch die neutestamentlichen Figuren, da weiß man ein bisschen was von Petrus, aber so diese ganze Lebenserzählung, also da hat man kaum neutestamentliche Figuren, wo man dann so viel hätte. Und insofern ist beim Jakob das ganze Leben drinnen, also finde ich spannend. Ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Bild von Abraham, wie er seinen Sohn opfert. Das ist ja immer so das klassische Bild, also unverständlich, da kann man, also wie kann man nur so handeln? Und dann diese Deutung von der Schwedin, wie sie sagt, ja, sind wir Männer nicht oft so, dass wir im Beruf aufgehen oder in unserer Aufgabe aufgehen und eigentlich die Kinder übersehen? Also dieses Bild hat mich sehr betroffen gemacht, weil dann auf einmal biblische Gestalten oder Geschichten, die uns sonst so stören und wo wir sagen, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir es ein bisschen anders sehen, auf einmal die große Betroffenheit wieder sehen und sagen, das erleben wir oft. Ja. Danke für dieses Bild. Danke. Ich denke, ja.
eine Stimme haben wir noch. Ich gebe Ihnen die Chance, jetzt noch alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, zu sammeln. Wir nehmen es mit dieser Frage und wenn noch andere da sind, um dann den Rückfragenteil hier herinnen abzuschließen, aber gleichzeitig auch die Ermutigung in der Pause, das eine oder andere, was vielleicht noch nicht gestellt ist, dann auch noch. Also in der Pause, die es nicht gibt. In der virtuellen Pause, die, genau, ich rede mir nicht um Kopf und Kram, bitte. Ja, also Sie sind ja Universitätsprofessor, nehme ich an, Sie haben jüngere Leute in der Universität, hauptsächlich jüngere Leute. Meine Erfahrung ist nämlich die, dass also die Diskussionsbereitschaft, die wir gehabt haben, sage ich mal so in die, ja, ich bin jetzt knapp bis 60, sage ich jetzt einmal, aber die, glaube ich, haben die Jüngeren nicht mehr. Und ich glaube, darum haben wir auch so wenig Junge da, weil einfach die Sache das ist, die Jüngeren sagen, okay, da wäre ich eigentlich nicht angenommen, dort komme ich eigentlich nicht hin. Und die diskutieren nicht mehr so viel drüber, sondern sie suchen sie eigene Wege selber, sage ich jetzt einmal auf gut Deutsch. Mhm. Ist das auch Ihre Erfahrung auf der Universität oder bin ich da irgendwie schief gewickelt, wenn ich auf gut Deutsch sage? Zum Gutteil nein. Erstens, also ich verwahre mich immer ein bisschen so, die Studenten oder die Jugendlichen und wir haben sehr unterschiedliche Personen. Ich meine, ich bin 83 auf die Uni gekommen, natürlich habe ich jetzt auch einige Jahre so an Erfahrung, wie sich es auch entwickelt hat. Es gab die 68er, wo andere Themen vielleicht waren. Es gibt jetzt die Fridays for Future, Christians for Future oder auch andere Bewegungen. Also es gibt vielleicht auch andere Foren. Also es kann schon sein, also ich habe auch Diskussionen in Lehrveranstaltungen. Die Frage ist, wer interessiert sich heute fürs Theologiestudium? Wir haben auch unterschiedliche Studien. Ich bin stärker in der Fachtheologie drinnen. Da gibt es tatsächlich ein bisschen mehr an Personen, die aus Movimenti kommen oder eher Bestärkung im Glauben wollen, weniger diskutieren. Wir haben viele auch Lehrveranstaltungen, wo Studierende auch anderer Fakultäten kommen, wo es ziemlich heiß hergeht, ethische Fragen. Also da wird sehr wohl diskutiert. Und ich glaube, dass die Foren des Diskutierens vielleicht auch andere sind. Über Instagram, Twitter, Facebook ist schon wieder eher wir Älteren und nicht die ganz Jungen. Also ich glaube schon, dass es Diskussionen gibt. Heute sind es vielleicht andere Fragen. Was ich schon merke, ist, dass das Interesse, sich mit Kirchenfragen und kircheninternen Diskussionen intensiv zu beschäftigen, einfach abnimmt. Da gibt es schon viele, die dann mit der Zeit auch sagen, ja, ich stehe da sowieso an, da komme ich auch nicht weiter. Das heißt, es sind dann aber Fragen wie Umwelt, Klima, Politik, also die letzten Jahre auch mit der ganzen Migrationsfrage, das war in Wien zumindest, war das höchst intensiv, auch an der Uni, Leute, die sich eingesetzt haben, die dann schon Fragen stellen und wie positioniert ihr euch, wie könnt ihr so handeln und so weiter. Also ich sehe es jetzt nicht so dramatisch, dass das Diskutieren aufgehört hätte. Ja, mir bleibt noch jetzt Danke zu sagen. Ich glaube, wir haben eine starke Bestärkung auf unserem Weg, uns auf biblische Gestalten einzulassen. Und wir erleben sie auch in unserer Männerbewegung, wie uns das auch lebendig macht und auch immer wieder herausfordert und wieder auf neue Wege führt. Und ganz herzlichen Dank für diese Bestärkung. Und dafür gibt es auch noch Kraftstoff, ein okay. Buch, das wir gemeinsam mit dem Bibelwerk geschrieben haben. Kraftstoff für Männer. Und dazu noch etwas... Also Bier. Also in dem Fall jetzt noch der zweite Kraftstoff, Kaffee. Okay. Und unser Kaffee auch von EZA, der auch ein Kraftstoff ist, eine Kraftwelle sein kann, auch den Geist wieder frisch zu machen.